Geliebte Mitmenschen und Geschwister, wie ihr wisst, morgen ist Halloween. Zumindest zeitlich gesetzt, wo ich das jetzt hier gerade aufnehme, ist morgen Halloween. Mal schauen, ob wir es heute noch eingestellt bekommen. Ich will euch sagen, Halloween ist ein satanisches Fest. Ihr müsst wissen, die Bibel sagt, dass Satan, der Gott dieser Weltzeit, den Menschen ihre Sinne verblendet hat, sodass ihnen das herrliche Licht des Evangeliums, des Ebenbildes Gottes, jetzt von Jesus Christus nicht aufleuchtet. Wisst ihr, einmal hat Petrus zu Jesus gesagt, das widerfahre dir nicht. Nachdem Jesus erklärt hat, dass er verraten werden, viel Schlimmes erleiden, an das Kreuz geschlagen werden müsse und wieder von den Toten auferstehen wird, hat Petrus gesagt, das widerfahre dir nicht. Und Jesus hat ihm geantwortet und gesagt, Satan, tritt hinter mich. Was wir verstehen brauchen ist, die Gedanken Satans sind die Gedanken der Menschen. Und die Gedanken der Menschen sind die Gedanken Satans. Gott sagt in Jesaja: Meine Gedanken sind so viel höher als deine Gedanken, wie der Himmel die Erde überragt. So viel höher sind meine Gedanken als deine Gedanken. Satan gedenkt die Gedanken dieser Welt, dieser verdorbenen Welt. Satan gibt den Menschen die Gedanken ein, sich als ein Skelett zu verkleiden oder als ein Zombie oder Vampir und den Tod und die Hölle zu verherrlichen. Glaub mir, du willst nicht in die Hölle. Was du verstehen brauchst, ist, dass durch all dies Tun und Treiben du dein Herz, ja deine Seele öffnest für die Dämonen, indem du dich eins machst mit diesem ganzen satanischen Spektakel. Geliebte Geschwister, die ihr Eltern von Kindern seid, lasst eure Kinder nicht an diesem Mist teilhaben. Jesus spricht unmissverständlich ermahnende Worte. Er sagt, wer eines dieser meiner kleinen Kinder zur Sünde verführt, der ihn Anreiz zur Sünde gibt, zum Bösen. Für ihn wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals gefesselt ins tiefste Meer geworfen werden würde. Macht euch nicht eins mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis dieser Weltzeit. Deckt sie vielmehr auf. So wie ich hier gerade, benennt und sprecht ganz klar. Das ist der Satan, der Gott dieser Weltzeit, ja die Schlange, deren Kopf zertreten worden ist von unserem Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Der hat einen Gehirnschaden erlitten am Kreuz von Golgatha. Verwirrt ist er. Ein Verwirrter verwirrt. Ein Verletzter verletzt. Lasst euch nicht verblenden. Nehmt die Bibel in die Hand. Der Herr Jesus Christus will euch begegnen durch sein Wort, die Bibel. Denn er ist das Wort. Ich habe kürzlich sein Video gesehen, wo ein Mann mit so einer Schreckensclownsmaske ein kleines Kind erschreckt und das Kind fängt an zu weinen. Es ist übel. Das ist kein Spaß. Der Satan will dich, oh Mensch, glauben lassen, dass das doch alles nur Spaß ist. Es ist aber kein Spaß, es ist kein Witz. Verblendung ist das. Das Gute böse zu nennen, das Böse gut. Zu tun, wovon Gott sagt, das ist falsch, das ist Sünde.
Gott macht eine Auflistung, wer alles in den Feuer- und Schwefelsee geworfen wird. Totenbeschwörer und Zauberer und dergleichen sind dort mit aufgelistet. Macht euch nicht eins mit den Werken der Finsternis. Denkt ihr, das ist normal? Dass tote Gestalten, ja, solche schandhaften Kunstwerke so vor Schulen und Kindergärten hängen? Das ist Satans Anbetung durch und durch. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Kinder schon in jungen Jahren den richtigen Weg aufzeigen, damit sie auch darauf bleiben, wenn sie älter sind. Haltet die Kinder fern von dem ganzen Mist. Lasst eure Kinder nicht so einen Blödsinn anschauen. Steht dagegen auf. Sagt Nein dazu. Die Bibel sagt, so unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel. Also sagt Nein. Nein zu den Gedanken aus der Hölle selbst. Nein zu den finsteren, sündigen Praktiken. Nein zu Halloween. So muss der Teufel von euch fliehen. Denn dann seid ihr Licht. Und macht euch nicht eins mit der Finsternis. Jesus sagt, wie groß ist die Finsternis, wenn das Licht in dir finster wird. Strahle hell in dieser verdorbenen Weltzeit. Stelle dein Licht nicht unter das Bett. Das Licht ist dafür da, um den Raum zu erhellen. Du Christ, du Kind Gottes, bist dafür da, um ein Licht zu sein für die Menschen, um sie aufzuwecken, um ihnen aufzuzeigen, dass sie auf dem breiten Weg in die Hölle sind, dass sie unter die Sünde versklavt sind, dass es einen Ausweg gibt und sein Name ist Jesus Christus. Er hat Satan, Hölle, Tod und Teufel und alle Finsternis, die an Halloween so repräsentiert wird, zerschlagen und durchbohrt, ja besiegt am Kreuz von Golgatha. Er ist von den Toten auferstanden. Und jeder, der an ihn glaubt, kann auch aus diesen Machenschaften heraus in die Beziehung mit Gott selbst auferstehen. Nicht mehr Sklave der Sünde, sondern des Heiligen Geistes Sklave sein, sodass du die Liebe lebst und Salz und Licht dieser Welt bist. Sei salzig. Deine Rede sei gewürzt, dass das, was du sagst, den Hörern Gnade bringe. Es wird erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Und nur das bleibt bestehen, was unerschütterbar ist. Unerschütterbar ist nur der, der auf Christus, ja dem Fundament des Wortes Gottes aufgebaut ist. Der nach dem Wort Gottes lebt und handelt und sich nicht eins macht mit den Werken der Finsternis wie Halloween. Weißt du, dass manche Satanisten, sie machen Blutsopfer an Halloween. Geistlich ist es so ekelhaft, was an Halloween alles abgeht. So seid gesegnet im Namen von Jesus und tut Buße. Dreht Halloween den Rücken zu. Und sagt, Heiliger Geist, ich unterwerfe dir meine Gedanken. Lass mich denken, wie du, Herr Jesus Christus, göttlich denkst. Die Gedanken des Himmels. Lass mich fühlen, was du fühlst, Herr Jesus Christus. Und mach meinen Willen eins mit dem deinen, Herr Jesus Christus, dass dein Wille mein Wille ist. Dass ich liebe, was du liebst, Gottesfurcht und Gerechtigkeit und Liebe und Demut. Und all das Gute, das der Heilige Geist hervorbringt, und hasse, was du hast. Die Sünde und Gottlosigkeit und Boshaftigkeit. Der Geist streitet gegen das Fleisch,
Und so streitet das Fleisch gegen den Geist. Du brauchst dich dem Geist unterwerfen. Der Geist will dich durch und durch heiligen in deinem ganzen Wesen. Christi Sinn in dein Leben bringen, dass du denkst, wie Christus denkst, fühlst, wie Christus fühlt und den Wille hast, den Christus hat. Und das Fleisch will dich entheiligen, dass du die Gedanken dieser Welt, des Satans denkst, dass du fühlst, die Depressionen und das Elend dieser Welt und die Trauer verspürst, die du nicht verspüren solltest. Und dass du den Willen hast, in Ausschweifungen und in den Begierden dieser Welt dich hinzugeben und mitzumachen und mit dem Strom zu schwimmen. Doch ich rufe dich auf, steh von den Toten auf. Sei kein toter Fisch, der mit dem Strom schwimmt, sondern sei ein lebendiger Fisch, der gegen den Strom schwimmt. Denn dazu hat dich Christus berufen, dich loszusagen von den Werken der Finsternis dieser Weltzeit und dich damit nicht eins zu machen. Jeder, der sich damit eins macht, was der Mensch sät, das wird er ernten. Züchtigung. Wenn der Vater liebt, den züchtigt er. Er braucht dich zurechtbringen, wenn du dich eins machst mit diesen Dingen. Lass dich versöhnen mit Gott durch seinen Sohn Jesus Christus, der du nicht versöhnt bist. Lass dich aufwecken durch das Wort Gottes und den Geist Gottes. Komm zur Erkenntnis der Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und wenn ihr die Wahrheit erkennen werdet, so wird die Wahrheit euch frei machen. So seid gesegnet in Jesus Namen. Tut Buße. Dreht Halloween den Rücken zu. Amen.